Freitagvormittag, eine neue Ausgabe SWENs Leute. Ich begrüße ganz herzlich Eckart Seidt. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Wirtschaftsanwalt in Stuttgart. Sie wurden bekannt als Aufklärer im Cum-Ex-Skandal und wurden gleichzeitig zum Angeklagten. In der Schweiz wurden Sie unter anderem wegen Wirtschaftsspionage angeklagt. Vergangene Woche Mittwoch nahm der Prozess dann eine Wende. Die Berufungsverhandlung wurde abgebrochen, weil ein Staatsanwalt den Anschein der Befangenheit gemacht hatte. Wie ging es Ihnen danach? Große Erleichterung. Wir hatten auf diese Entscheidung jetzt viele Jahre hingearbeitet, mehrere Anläufe genommen, die nicht erfolgreich waren. Jetzt waren wir am Ziel, dass die Anhaltspunkte, dass die Ermittlungen befangen geführt wurden, nicht nur von dem Staatsanwalt selbst, sondern der ganzen Staatsanwaltschaft, waren so dicht, dass das Obergericht die Anklage verworfen hat. Und ja, Recht zu bekommen in einem so existenziellen Fall, das ist natürlich großartig. Und die Bedrohung, die sehr nahe war, ja, dieses Gefühl löst sich jetzt. Wie sah die Bedrohung aus? Was hätte Ihnen im schlimmsten Fall gedroht? Die Staatsanwaltschaft hat für uns drei Angeklagte insgesamt mehr als 10 Jahre Haft ohne Bewährung beantragt. Für mich alleine 3,5 Jahre. Dann die Gerichtskosten in ja, 6-stelliger Frankenhöhe. Das ist eine ernsthafte Bedrohung. 2019 wurden Sie schon mal von dem Vorwurf der Wirtschaftsspionage freigesprochen. Die Verletzung Ihrer Anwaltspflicht wurde Ihnen da vorgeworfen. Es ist ja schon bizarr, um das erstmal zu verstehen. In Deutschland Aufklärer, in der Schweiz Angeklagter. Vielleicht fangen wir einfach mal an, diese Cum-Ex-Geschäfte einfach aufzudröseln. Über Jahre ließen sich Banken und reiche Anleger mit Hilfe von skrupellosen Anwälten Steuern vom Finanzamt erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Was erklärt, dass Sie nicht auch so ein skrupelloser Anwalt sind? Ja, nein. Ich habe, oder wie kam ich ran? Wie kam ich zu dem Fall? Und das ist ja ungewöhnlich, denn die Aufklärung schwerer Straftaten ist ja Sache der Ermittlungsbehörden und nicht eines privaten Anwalts. Eines Tages kam ein Klient zu mir, Anfang des Jahres 2013, mit einer Kapitalanlage, in der er hohe Millionensumme investiert hatte, und es war weg und er bekam keine befriedigenden Auskünfte und er bat mich, möglichst anhand des vorhandenen Materials die Finanzstruktur zu analysieren. Das habe ich gemacht, auch mit Hilfe der Fachleute, auch in der Schweiz, die mir da zur Verfügung stehen. Ich habe es analysiert. Damals gab es schon die ersten Fachberichte zu Cum-Ex und für mich war es sonnenklar, wie das Konstrukt aussah, dass es Cum-Ex ist. Ich habe dann auch den mutmaßlichen Schaden dieses Angebots insgesamt geschätzt, analysiert, da lag ich ziemlich genau. Ich sagte zwischen 300 und 500 Millionen Euro sollte hier bei der Bundesrepublik Deutschland erschlichen werden. Und diese Analysen, ja, die haben sich dann am Ende bestätigt. Als Wirtschaftsanwalt gelten Sie als Aufklärer im Cum-Ex-Skandal. Sie haben für einen Mandanten 45 Millionen Euro Entschädigung herausgeholt, der durch die Cum-Ex-Geschäfte viel Geld verloren hatte. Ihr Mandant bestritt, von der Cum-Ex-Masche gewusst zu haben. Das ist für Laien ja durchaus erstmal schwierig nachzuvollziehen, dass da niemand wirklich von gewusst haben will. Wie können Sie das belegen? Es ergibt sich aus der Struktur. Die Cum-Ex-Geschichten in dieser Ausprägung über Publikumsfonds, die gab es ab 2008, 2009. Keiner der Anleger, Ausnahmen kenne ich nicht, hatte auch nur im Entferntesten Ahnung, was mit seinem Geld gemacht wurde. Klingt komisch, aber lässt sich wie folgt erklären. Cum-Ex ist eigentlich nichts anderes wie das Erschleichen eines falschen Beleges, mit dem er dann zur Kasse geht und in dem Fall, den ich als ersten analysiert hatte, eben 400 Millionen Euro abholt. Das ist reine Technik. Diese Technik und diese Bescheinigung wird arbeitsteilig beschafft. Da arbeiten Banken, Investmentbanker, Broker Hand in Hand miteinander, auch die Börse.
und Personen der Börse arbeiten zusammen, um eben diese Bescheinigung dann herzustellen, um dann die Steuerbehörden zu täuschen. So, jeder, der dort mitmacht, der ist ja nicht per se bereit, Gesetze zu brechen, sondern er hat seinen Grenzpreis. Und wer diese ganzen Beteiligten, juristisch nennt man die Bandenmitglieder, kommen ja mit 100, 200, 300, 500.000 Euro Jahresgehalt raus. Die machen das jetzt nicht einfach so, auch um ihr Fortkommen nicht. Also braucht man Geld. Um diese Cum-Ex-Geschäfte durchzuführen, braucht man Geld. Man muss die Aktien beschaffen. Aktienleihe, das kostet alles Geld. Dieses Konstrukt, das ich untersucht habe, hatte Kosten, also Beutekosten, in der Größenordnung von 190 Millionen. Dieses Geld muss man aufbringen. Und um das Ganze nochmal nachzuvollziehen, in diesem Fall hatte Cum-Ex ja nicht funktioniert, denn Ihr Mandant hatte Geld verloren. War doch eigentlich durch die Ausschüttung der Dividenden eine sichere Sache, wenn man dieses Prinzip so erklärt, wie Cum-Ex immer erklärt wird. Woran hat es da gelegen? Also man kann sagen, das Bundesministerium der Finanzen ist aus einem Tiefschlaf erwacht im Jahr 2010, 2011. Durch eine ganz kuriose Entwicklung auch, denn es gab auch einen internen Informanten, der versucht hat, vom Bundesministerium der Finanzen 2 Millionen zu bekommen für seine Information und hat damit das Bundesministerium auch gewarnt, dass in der Dividendensaison 2011 wieder ein Angriff bevorsteht, dieses Mal mit US-Pensionsfonds. Und das Bundesministerium hat dann das Bundeszentralamt für Steuern angewiesen, sie sollen mal schauen, wenn Anträge von US-Pensionsfonds kommen, die mal genauer anzuschauen. So, und dann gab es ein Prüfungsverfahren, ein händisches Prüfungsverfahren. Das wurde nicht automatisch, elektronisch erledigt, die Erstattung. Und dadurch gab es Verzögerungen und das Geld kam nicht zurück. Und dann haben Sie sich an die Arbeit gemacht und diese Informationen, auf die Sie gestoßen sind, an wen haben Sie die gegeben? Also ich habe das analysiert und wie das der Zufall so will, sprach mich Person aus der Bank an. Das hat jetzt wiederum seine eigene Historie und meine Historie mit der Verbindung der Bank Sarasin, die diese Fondsbeteiligung vertrieb. Und in der Schweiz. Der gab mir eben Sicherheit, dass meine Analyse richtig ist. Ich habe dann informiert die Staatsanwaltschaft 3 des Kantons Zürich, dass die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, das Bundeszentralen für Steuern, dann die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Der brave Bürger zahlt Jahr für Jahr Steuern. Die Kriminellen machen sich diese Steuern zu ihrer Einnahmequelle durch Cum-Ex und Cum-Cum-Ex. Eckart Seidt bei uns in SWR1, Leute. Was ich zudem erstaunlich finde, daran beteiligt ja nicht nur die Privatbanken, sondern auch die Landesbanken, wie beispielsweise auch die LBBW, die den Staat um Steuereinnahmen prellten. Allein hier gab es eine Steuernachzahlung von 150 Millionen Euro. Also muss man festhalten, der Staat betrügt sich am Ende selbst? Auch da waren es Individuen. Nach allem, was ich weiß, ging das unter dem Radar der Genehmigungsbehörden. Das ist im weitesten Sinne Bestechung, Korruption innerhalb der Bank. Und da gilt auch das, worüber wir vorher sprachen. Für manche Menschen ist es eine Frage des Preises, seinen Arbeitgeber, die Gesellschaft zu verraten, um sich irgendwelche Vorteile zu versprechen. Ja. Nur wie paradox das Ganze ist, also jetzt in der Recherche, da bin ich auf einige Berichte gestoßen und dennoch, wenn man diese Ausmaße hört, weltweit 150 Milliarden Euro, dann erstaunt es mich, dass es so wenig medial verarbeitet wird. Wie geht's Ihnen dabei? Der ganze Komplex wurde ja kompliziert gemacht. Es ist ein arbeitsteilige Bandenkriminalität. Und wie die Funktion ist einfach nicht so plastisch darstellbar.
die Größenordnung lässt sich auch nicht irgendwo in Geldsäcken oder irgendwo mit Geldscheinen belegen, sondern das sind in der Regel Schätzwerte. Aber die Größenordnung, die halte ich nicht für aus der Luft gegriffen. Wie gesagt, allein den Fall, den ich da auf den Tisch hatte mit der ersten Analyse, ging es um einen Steuerbetrug von 460 Millionen. Und jetzt gab es im Sommer ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das besagte, die Cum-Ex-Geschäfte sind illegal. Hat Sie das erstaunt, dass dieses Urteil erst jetzt kam? Ja gut, irgendwann kommt es eben durch die Instanzen dann, das war der Bundesgerichtshof für Strafsachen, erster Senat. Die Zeit dauert das bei uns. Die Anklage musste erstmal hochkomplex geschrieben werden, es musste ermittelt werden. Das ging dann eigentlich doch aus meiner Sicht relativ schnell. Der Urteilsspruch selber ist eigentlich eine Binsenweisheit. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass ich nichts erstattet lassen bekommen kann, was ich nie bezahlt habe. Und wenn es wörtlich im Gesetz steht, erstattet wird die Kapitalertragssteuer, die vorher einbehalten und abgeführt ist, dann kann ich ja nicht ernsthaft auch nur denken, dass ich mir auch Steuer erstatten lasse oder was auch immer, was nie bezahlt wurde. Das weiß jeder. Ja, und teilweise gab es dann Entscheide, dass die Banken das gar nicht mal mehr zurückzahlen mussten. Da ging es um knapp 50 Millionen Euro bei der Warburg Bank. Das ging auch durch die Presse und das war Deutschlands größte Privatbank in Hamburg. Und durch die Verwicklung von Olaf Scholz hat man darüber mehr gehört. Was war da seine Rolle? Nun gut, Olaf Scholz war erster Bürgermeister und der hat in der Regel mit Betriebsprüfungen und Steuerbescheiden nichts zu tun. Die Brisanz kam daher nur rein, weil Herr Olarius bei ihm zweimal vorgesprochen hat, meines Wissens. Miteigentümer der Warburg Bank? Miteigentümer der Warburg Bank, ja. So kam das zu Herrn Scholz dann. Allerdings, da ging es ja um einen Erlass letztlich von 50 Millionen Euro durch die Finanzverwaltung. Also das ist natürlich völlig unverständlich. In der Phase auch noch, denn in der Phase lag die rechtliche Bewertung ja auf dem Tisch. Wir haben im Zuge von Cum-Ex immer wieder von der Verstrickung von Deutschlands größter Privatbank, der Warburg Bank, gehört und der Verwicklung durch Olaf Scholz. Darüber sprachen wir gerade schon. Die Warburg Bank hat der Hamburger SPD 50.000 Euro gespendet und Olaf Scholz sagt, es hat keinen Einfluss der Politik auf Entscheidungen der Finanzverwaltung gegeben. Viele Beobachter hatten so den Eindruck, wenn es brenzlig wurde für Olaf Scholz, dann hat er Gedächtnislücken geltend gemacht. Sie haben mit Olaf Scholz studiert, Sie haben ihn im Studium kennengelernt, waren, glaube ich, nicht im gleichen Semester, aber ähnlich weit. Also wie geht es da Ihnen, wenn Sie Beobachter sind? Vielleicht zunächst zur Warburg Bank. Die Warburg Bank war ein großer Player bei Cum-Ex über mehrere Jahre hinweg, hoch engagiert. Und die war auch in dem Modell drin, in das ich erstens analysiert hatte. Zur Person Olaf Scholz, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich halte es für wirklich ausgeschlossen, dass er in irgendeiner Weise zugunsten Warburg ins Besteuerungsverfahren eingegriffen hat. Das war ja dann schon im Jahr 2016, glaube ich, nur etwas später. Da war Cum-Ex in seiner kriminellen Breite eigentlich schon bekannt und auch mit untersucht vom Finanzministerium. Da waren die Wertungen klar. Also. Das heißt, Sie nehmen ihm die Gedächtnislücken ab? Zu Gedächtnislücken kann ich kann ja nicht in ihn reinschauen, aber irgendeine Einflussnahme ist für mich einfach unvorstellbar, weil die juristische Frage ist so klar, dass es unvorstellbar ist, dass ein Jurist und ein sehr guter Jurist wie Olaf Scholz, der auch den richtigen Kompass hat, sich hier engagieren würde zugunsten eines Instituts, das hier nun Straftaten begangen hat. Das habe ich für ausgeschlossen. Haben Sie denn irgendeine Erklärung dafür, dass man zunächst gesagt hatte, die Warburg Bank muss das Steuergeld nicht zurückzahlen? Das ist ja genauso unvorstellbar. Völlig unvorstellbar. Geht gar nicht. Also Warburg war Mittäter, klar, war nicht Hauptprofiteur,
hatte Positionen in dieser arbeitsteiligen Konstruktion besetzt. Was Warburg zurückzahlen muss, hat sie nicht bekommen. Sie haftet, aber so ist es eben. Wie sagt man so? Mitgefangen, mitgehangen. So war das halt. Die Warburg hat nach allem, was ich weiß, und es ist offensichtlich, den kriminellen Charakter erkannt, hat mitgemacht und damit haftet sie halt, ja. Über Olaf Scholz haben wir eben gesprochen. Peter Tschentscher, Hamburgs heutiger Oberbürgermeister, war damals Finanzsenator, fällt auch immer wieder. Und es tauchen weitere Namen auf, auch der von Wolfgang Kubicki. Welche Rolle spielte er? Ja, Wolfgang Kubicki war Verteidiger von Dr. Hanno Berger. Hanno Berger war in den letzten Jahren der Hauptdrahtzieher der Cum-Ex-Geschäfte, hochintelligenter Jurist. Aber nach meiner Wertung und der Wertung der Gerichte hochkriminell. Und wenn ich die Rolle von Herrn Kubicki anschaue, hat er Amt und Erwerbsstreben, Privates, hier nicht getrennt. Er hat ja nicht nur sich als Verteidiger geäußert, übrigens ganz mit verrückten juristischen Ansichten, sondern er hat ja auch sich öffentlich geäußert. Und hat um Verständnis geworben für die Cum-Ex-Gestaltungen. Und da ist er auch für mich auf der Basis eines Amtsträgers, der Maskenkäufe vermittelt. Wenn man nochmal zurückspult, als die Geschäfte bekannt wurden, 2013, sagte Kubicki damals, die Geschäfte erfüllen ohne jeden Zweifel den objektiven und subjektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung. Das hat sich dann seine Einstellung ganz schön gewandelt, denn 7 Jahre lang hat er Hanno Berger vertreten. Ja gut, als Anwalt muss man auch gegen eigene Überzeugungen tätig sein, man ist Organ der Rechtspflege, jeder Beschuldigte hat den Anspruch auf eine gute Verteidigung. Das kann man ja auch machen, wenn man das will, aber dann ist aber auch Schluss, wenn ich Amtsträger bin und ich kann ich kann solche Ansichten, die ja auch destabilisierend wirken für die Gesellschaft, die kann ich doch nicht nach außen tragen, mit der Überzeugung oder mit dem Hintergrund eines Amtes. Das ist schon nicht akzeptabel nach meinem Verständnis. Sie haben sich so intensiv damit befasst und all diese Verstrickungen. Was glauben Sie, welche Auswirkungen hat das gesellschaftspolitisch? Wenn solch schwere White-Collar-Delikte nicht verfolgt werden, führt es natürlich zu Verwerfungen innerhalb einer Gesellschaft. Normale Leute sind verbittert, weil sie sagen, mein Gott, wir zahlen hier auf jede Zigarette, auf jeden Lolli zahlen wir Steuern, jedes Bonbon, Umsatzsteuer. Und all dieses Geld sammelt sich dann eben in den Haushalt, der allen dann zugutekommen soll und den Aufgaben des Staates dient und finanziert. Und dann kommen Leute, die vielleicht abends in der Charity-Veranstaltung noch einen großen Scheck in die Kamera halten und morgens sich mit gefälschten Dokumenten Hunderte von Millionen letztlich aus dem Bundeshaushalt abholen, das schafft Frustration. Und vor dem Hintergrund ist jetzt diese jetzt entschiedene Verfolgung dieser schweren Bandenkriminalität, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal für die Gerechtigkeit der Gesellschaft. Warum das alles so schleppend verläuft in der Aufklärung? Vielleicht gehen wir da mal zum Bundesfinanzministerium. Denn auch hier wurde nicht so gehandelt, wie eigentlich hätte gehandelt werden müssen. Wie analysieren Sie das? Zunächst kann man sagen, es ist ein hochkomplexes, arbeitsteiliges System gewesen, das nicht einfach zu durchdringen ist. Zum Zweiten sind die Player angesehene Persönlichkeiten aus Finanzdienstleistung. Und sicherlich haben viele in der Finanzverwaltung das einfach denen nicht zugetraut, dass sie am Tisch bei Verhandlungen über eine Verbesserung der Norm einfach angelogen werden. Und so war das. Und das Dritte ist, und das ist das Entscheidende, glaube ich,
seitens des Finanzministeriums ist man nicht intelligent genug, nicht mit dem notwendigen Engagement an diesen Missstand herangegangen. Also da ist schon ein Defizit. Als Tiefschlaf zu bezeichnen, ist vielleicht gemein, aber eine effiziente Verwaltung hätte früher eingegriffen und auch früher effizient eingegriffen. Die Schweizer haben es übrigens gemacht. Die haben schon 2007 ein Voucher-System eingeführt. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Und andere Systeme. Und in Deutschland wurde doch ja alles vor sich hergeschoben. Wie sieht es denn jetzt aktuell mit der Aufklärung aus? Ja gut, im Moment ist das vorbildlich. Dank auch, jetzt kommen wir auf die Frau Prohilker zu sprechen, einer herausragenden Juristin und Staatsanwältin, die seit 2013 eigentlich das Gesicht und der Motor der Aufklärung dieser schweren Straftaten ist. Ein sehr zäher Weg, den ich verfolgt habe, sehr, sehr, sehr schwierig, aber sie hat sich durchgesetzt und hat mittlerweile ein Team von, nun ja, Planstellen, will ich mal sagen, wenn ich es richtig sehe, von 20 Staatsanwälten, Planstellen, 50 Beamte. Sicherlich wäre da noch mehr möglich und mehr notwendig, aber das ist natürlich schon mal ein guter Status. Es gibt da eine ganz spannende Reportage über Sie, die auch in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Was da erschreckend ist, sie sagt, im Grunde läuft es dennoch gerade aktuell alles weiter, denn andere Steuerlücken wurden gefunden. Also das heißt, Cum-Ex offiziell verboten, inoffiziell geht das Geschäft weiter. Es ist zu verlockend, man verdient zu viel Geld, man agiert im Hintergrund und kann mit weißer Weste vom Homeoffice beziehungsweise aus dieser Arbeitseinheit wieder rausgehen. Ja, natürlich haben wir in unserem föderalen System mit den Zuordnungen, die nicht perfekt sind, haben wir da Ermittlungsdefizite, das sehe ich auch. Gut, Olaf Scholz hat da einiges getan, um das umzuorganisieren. Wie effizient die sind, weiß ich nicht. Aber da vermisse ich eine vergleichbare Einheit wie das US-amerikanische FBI, das natürlich auch mit wirklichen Ermittlungsmöglichkeiten ausgestattet ist und nicht ängstlich rumschaut. Eckert, nachdem Sie sich in der Schweiz in einem Verfahren wegen Wirtschaftsspionage stellen mussten, die Berufungsverhandlung, die wurde ja vergangene Woche abgebrochen, weil ein Staatsanwalt den Anschein der Befangenheit gemacht hatte. Wovon gehen Sie denn jetzt aus, wie das Ganze weitergeht? Das Verfahren wird in absehbarer Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Ende kommen. Wir haben die schriftliche Begründung des angedeuteten Entscheids des Obergerichts noch nicht vorliegen. Es gibt verschiedene Varianten, was rauskommen könnte. Im Ergebnis fehlt der Anklage jedes Fundament jetzt. Sie ist vom Tisch gewischt worden und zwar mehr als deutlich. Also das war in der Schweizer Justizgeschichte, so wurde mir gesagt, ein Novum. Letztlich ist die Bedrohung für uns weg. Mit welchem, also wie das dann eingruppiert wird, muss man sehen. Aber im nächsten Jahr hat diese Horrorfahrt ein Ende. Ja. Sie machen einen ganz entspannten Eindruck. Und dennoch, Sie hatten vermutlich auch anfangs nicht damit gerechnet, wegen Wirtschaftsspionage in der Schweiz angeklagt zu werden, oder? Was macht Sie so sicher, dass es nicht nochmal Überraschungen gibt? Das war vollkommen absurd. Absolut absurd. Ich habe der Schweizer Staatsanwaltschaft gleichzeitig mit den deutschen Ermittlungsbehörden Informationen gegeben, die eine Beteiligung, und zwar eine starke Beteiligung einer Schweizer Bank und anderer Schweizer natürlichen Personen in Cum-Ex-Geschäfte belegt haben. Und die Staatsanwaltschaft dreht den Spieß einfach um und ermittelt gegen mich oder wartet, bis sie gegen mich losschießen können. Und die kam dann mit der Strafanzeige der Bank, hier Bank Sarasin, gegen Unbekannt zunächst, dann gegen vermeintliche Whistleblower und dann auch gegen mich. Und auf diesen Zug sprang die Staatsanwaltschaft sofort auf mit der Grundargumentation, Cum-Ex ist ja überhaupt nicht strafbar. Ich versuche hier irgendeinen finanzierten Kampf gegen die Bank zu starten und das völlig Verrückte, das Bankgeheimnis schützt die Bank und nicht den Bankkunden und das ist das Bankgeheimnis
und die Schweizer Wirtschaft. Und deshalb Angriff auf die Schweizer Wirtschaft, deshalb Wirtschaftsspionage. Jetzt sind Sie erfahrener Wirtschaftsanwalt und dennoch ist es vielleicht noch mal anders, sich selbst verteidigen zu müssen. Wie sind Sie da vorgegangen? Es ist nie gut, wenn man sich als Fachmann selbst verteidigt, wie der Schuster, der seine eigenen Sohlen nicht belegen soll. Ohnehin arbeite ich immer in Teams, gerade grenzüberschreitend. Und ich habe mir von Anfang an anwaltliche Hilfe gesucht, schon 2013. Ich habe eben die Aufarbeitung gemacht und meine Schweizer Anwälte haben dann mich vertreten und geschaut, dass wir aus dieser Bedrohungslage rauskommen und natürlich auch meine Gesprächspartner in der Schweiz, die es ja viel, viel, viel schlimmer getroffen hat noch wie mich, dass wir denen die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen können. Der SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Bad Wimpfen schreibt Chrissy Bach. Also mich würde interessieren, ob man danach so einem Rechtssystem noch Vertrauen schenken kann. Und wie kann man so einem Staat dann noch vertrauen? In der Türkei oder China erwartet man so ein Verhalten, aber in der Schweiz oder Deutschland? Ich denke, mit der Geschichte kann man einem System gerade vertrauen, denn es hat sich ja selbst korrigiert. So ein Fall wie mir oder uns, muss ich sagen, in der Schweiz passiert ist, könnte in Deutschland nicht passieren. Wir hatten einen stark ideologisierten Staatsanwalt, eine ideologisierte Behörde, und das fand auch Rückhall in der Gesellschaft, mit die eben hier emotional belastet war über CD-Ankauf und die Kavallerieäußerung von Herrn Steinbrück. Und da kam das halt gerade recht, als wir der Behörde vor die Flinte liefen. Die Justiz hat sich wieder selber korrigiert. Da muss ich direkt eingreifen, wenn Sie sagen, ja, man hat sich korrigiert, weil die Aufarbeitung auch immer noch so schleppend ist und vielleicht auch der Glaube, die Dinge korrigiert zu haben, vorhanden war. Denn das Problem der mehrfach ausgestellten Steuerbescheinigungen zulasten des Fiskus, das war schon lange bekannt. Und dann hieß es aus dem politischen Bereich, ja, mit dem Jahressteuergesetz sei das schon 2007 aufgegriffen worden. Warum hat man es nie wirklich geschafft, das zu unterbinden? Es lief ja einfach immer weiter. Also von deutscher Seite war da eine Amateurmannschaft unterwegs. Da gibt es jetzt viele spektakuläre Einzelheiten, dass die Finanzverwaltung unterwandert war und dass selbst ein Trojaner ins Ministerium geschickt worden war. Das sind also alles unglaubliche Geschichten, die sich da zugetragen haben. Und in der Tat, die Finanzmarktkriminalität wird bei uns aus meiner Sicht nicht ernst genug genommen. Da muss es eine strukturierte Behörde geben. Also ich hatte es ja vorher schon erwähnt, in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, geht das wesentlich besser und die machen es uns eigentlich vor. Wir müssen da nur unser föderales Prinzip etwas überwinden und bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, den Dienst attraktiv zu machen und gut auszustatten. Ja, das klingt jetzt so einfach. Wenn Sie unseren Ermittlungsbehörden eine Note geben möchten, nach all Ihren Erfahrungen, welche Note wäre das? Also ich gebe der Staatsanwaltschaft in Köln, so wie sie sich heute darstellt und insbesondere Frau Oberstaatsanwältin Brohilker, also eins mit allen Sternchen. Herausragend, eine herausragende Arbeit. Das nutzt nur nichts in dem Fall, wenn die Staatsanwaltschaft Köln in Hamburg ermitteln will und es heißt, nein, die Kölner dürfen hier nicht, dann kommt man auch nicht weiter. Das ist richtig und da haben wir wiederum ein Strukturversagen, das gibt schon zu Misstrauen Anlass, ja. Der Plan, die Verschwiegenheitspflicht im Börsengesetz zu streichen, das ist jetzt ein Plan, ist das ein Vorstoß, der wirkungsvoll sein könnte? Ja, dringend notwendig. Denn die deutschen Börsen, das lief vor deren Augen ab.
manipulierte Kontrakte, Milliardenkontrakte, also nicht Milliarden als Geldbetrag, sondern manipulierte Aktientransaktionen über Milliarden von Aktien zu manipulierten Preisen, verrückte Mengen an bestimmten Tagen, die da gehandelt wurden, das für einen Insider in den Börsen bei der Eurex natürlich ganz klar als Cum-Ex-Geschäfte zu identifizieren waren, dass das nicht gemeldet wurde und offenbar nicht gemeldet werden konnte, ist natürlich gar nicht zu fassen. Also der Skandal sicherlich ein Thema, was uns weiterhin beschäftigen wird. Ich danke herzlich für Ihre Einblicke, Eckart Seidt, heute Vormittag.